Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole. Finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss! 31, das ist deine Nummer. 31 im Zu gefährlich. Wegen dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amir Santizin. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Wir gehen drauf, einer nach dem anderen. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter?
Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Ich bin nicht faul. Was sagt der Zombie? Es muss einen Weg nach draußen geben. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Einige draufgegangen. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was. Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Zum Geier. Den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig. Alles wird gut. Ich hole Hilfe.
Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, Scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir's. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol, primitiv, aber okay. Okay, danke, ich übernehme das jetzt. Gut gemacht, 31. Nicht schlecht, vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht mein... So. So, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Gut, Rahim. Ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann.
Wenn du hierbleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Ist ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Wie steigt ein Zombie die Treppe runter? Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber! Ja, wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Rahim! Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Ha! Du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße! Scheiße! Adrenalin pur, was? Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also... Je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen, engen Gänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Nicht langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Nicht schlecht! Für einen Neuling! Also gut, rauf auf das Gerüst dort. Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz. Mein Lieblingstrick. Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Zurück zum Kran und nutz beim Laufen alles, was du findest. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Oder hast du das schon mal gemacht? Hast du? Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt.
Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Also gut, sie haben mir einen richtigen Job gegeben und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Sie sind der neue Späher. Rahim hat sie per Funk angekündigt. Genau. Ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens, im Turm erzählen Sie, dass Sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen Sie nicht besonders. Nehmen Sie es Ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn Sie mir oder Spike aber Sachen aus dem GRI-Park geben. Danke, ich werde... Also, vielleicht... nach draußen geben.
willst raus, ja? Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Okay, Neuer. Dr. Sarah ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Nicht zu übersehen. Ich heiße Crane. Okay, Crane, lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit für Sightseeing. Und mach nicht so viel Lärm. Das zieht nur diese Viecher an. Säcke nie lernen, wie man auf einen Transporter klettert. Doktor? Hallo? Ist jemand da? Camden? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein. Ein Suppressivum. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sich. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GAI nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infiziertem Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zeras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Hey Spike, ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten. Die anderen enthalten leider schnell Reis und die nächsten. Was? Wie gesagt. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest.
Batterie an. Das macht die Falle scharf. Jade hier. Ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen für Spike unterwegs. Hey, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Brackens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies unterwegs. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane.
kommt jede Hilfe zu spät. Okay. Erledigt. Lass ihn bloß nicht leiden. Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Ach Mist. Wie ist die Lage? Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Jade, fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und, Crane? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Die Straße wimmelt von Infizierten. Ja und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böse, oder? Lass einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Mit dem Auto fertig, Spike. Weiter so, dann schaffst du es vielleicht. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Spike, die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Mist. Na gut. Thank you.
ziemlich imposantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Davon kriegen die Infizierten Sonnenbrand. Thank you.
Gut. Beleuchtung ist bereit. Dann weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell.
das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Och, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Hey, der Stromausfall ist eine Katastrophe. Wir sind wehrlos. Die Unterschlüpfe und einige Fallen funktionieren auch nicht mehr. Wir brauchen schnellstens wieder Strom. Das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf